Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde bei A Game of Dwarves. Jo, wie versprochen bin ich wieder auf der World Map. Also da sind wir das letzte Mal ausgestiegen, als ich einen Cut gemacht habe und die Mission, die Prüfung mal pausiert habe. Ich habe mal offscreen nochmal den Garten gemacht, wie man sehen kann. Können wir die Mission wieder zurücksetzen. Einfach, dass er wieder gemacht ist. Der Vollständigkeit halber. Gehen wir zurück in die Prüfung. Stop what you're doing and listen to me. Ja, so, jetzt haben wir also Betten und Dekorationen gebraut und auch mit der Nahrungsernte begonnen, ja. Das kennen wir alles schon. Listen good and can you dig it? Also ja, es wurde nochmal wieder das Hauptmissionsziel wiederholt. Schön und gut. Wir haben noch eine King's Quest offen. Fallenbauer. Dafür brauchen wir noch das Fallen-Upgrade. Das sind, ja, ganze 3 Forschungspunkte. An einem wird gerade schon gearbeitet. Sehr gut. Ja, unser Zufriedenheitsbalken ist ziemlich hoch, weil wir ja schön alles dekoriert haben hier. Ich würde sagen, wir gehen da mal weiter ausgraben. So, das heißt hier lang. Hier scheint es nämlich runter zu gehen. The dwarves of old listen better than you. Ja. Ah, ihr wisst doch über euren Zwerg heute Bescheid, oder? Wusstet ihr, dass ihr ihn erweitern könnt? Genügend Rohstoffe vorausgesetzt. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass ihr immer nur eine bestimmte Anzahl von Zwergen zur Zeit haben könnt. Wenn ihr den Zwergenhort erweitert, könnt ihr über mehr Zwerge verfügen. Aber seht euch, zu viele Zwerge zu kontrollieren, könnte sich als schwierig erweisen. Wahrscheinlich aber seht euch vor. Wahrscheinlich fehlt da das vor in der Übersetzung. Naja, um das Ding abzugraden, bräuchten wir 10.000 Gold. Davon sind wir gar nicht mal so weit entfernt. Aber ich denke einfach mal, zusätzliche Zwerge werden wir jetzt nicht mehr brauchen. Wir wollen ja eh nur noch die Schatzkammer erreichen und dann die Fallenforschung fertig kriegen. Deswegen werde ich hier nochmal einen zweiten Forschungstisch bauen. Und später, wenn wir die Schatzkammer erreicht haben, naja, wir haben schon mal einen kleinen Raum gefunden. So, gehen wir mal hier runter in den kleinen Raum. Da brauchen wir jetzt eine Leiter. Lassen wir ruhig alles mal weiterlaufen. Da wir gerade mehr Holz haben als Gold, gibt es eine Holzleiter. Und von dem Raum aus hier müssten wir hier hinkommen können. Und auch nicht. Da bin ich nämlich eins zu hoch. So. Mal gucken, was sich hier drin so versteckt. Ja, meine paar Militärzwerge räumen fleißig die Spinnweben weg. Und irgendwer schnarcht hier. Ja, ich nehme mal an, entweder das da hinten oder das hier drüben könnte die Schatzkammer sein. Graben wir es mal hier rein. Hier ist eine kaputte Bank, die wir verkaufen können. Die gibt uns auch noch extra mal Steine. So. Oh, Eisen. Eisen ist immer nett. Da muss ich kurz gucken. Wahrscheinlich so in die Richtung. Hier müssen wir graben. Ja.
Da kommen wir dann eine Etage tiefer. So, währenddessen kriegen wir Forschungspunkte rein. Sehr schön. Ich denke mal, wenn wir die Hauptquest abgeschlossen haben und nur noch auf die Forschungspunkte warten müssen, gebe ich mal den Boost rein. So, hier unten geht es ja schön weiter. Hier wären sogar noch solche Steine, auf denen man Zeug anpflanzen könnte. Also fruchtbarer Boden, wie hier auch. Aber mit dem, was wir hier haben, kommen wir eigentlich einigermaßen klar. Und da ist, glaube ich, eine Karottenpflanze kaputt gegangen, weil wir nicht genug Holz hatten. Deswegen setze ich die einfach mal neu. Und ja, die wurde da, glaube ich, auch gerade neu gesetzt. Gut, gucken wir mal nach unseren Grabarbeiten hier. Im Augenblick fühlt sich keiner der Buddelzwerge verpflichtet. Wahrscheinlich, weil der eine am Schlafen ist und der andere wo ist? Ach, da hinten am Essen. Ja. Hier sind die Wände übrigens noch nicht ganz ordentlich. Nebenbei Wand. Da ist noch Stein. Den können wir uns auch mal einsacken. Und andere Ressourcen. Dahinter. Dann kann ich nämlich hier ein bisschen noch die Wände verzieren. So. Was war das gerade eben? Achso, sind wir jetzt hier unten? Ja, wir sind da unten reingestoßen und da steht ein Stuhl im Weg. So, ein Stuhl, der ist weg. Dann kommt da eine neue Leiter hin. So, und da müssen wir gucken, wo wir jetzt lang graben müssten. Wahrscheinlich nach unten. Oder hier rüber. Jo, hier kommen wir genau über diesen großen Raum raus. Und haben noch einen Punkt für die Schlosserei. Also einen Forschungspunkt. Mit dem könnten wir jetzt theoretisch Türen setzen. Jo. Eine einfache Holztür, eine massive Holztüre. Eine Tresortüre. So, setzen wir hier einfach eine massive Türe mal. Aus Ästhetikgründen, die wird auch gleich aufgebaut. Und der nächste Forschungspunkt. So, da hier ausgegraben ist, können wir hier noch das Silber ausgraben. Was hinter dem Stein versteckt war. Und eigentlich hier noch das Eisen. Man kann nie wissen, wann man mal ein bisschen Eisen braucht. So, jetzt graben wir gleich in den großen Raum hier rein. Hey, Bingo. Listen up. Ist das... Oh, das ist die Schatzkammer. Aber was ist das? Was sind das für grüne Dinger? Stop dilly-dallying and pay attention. Das sind Goblins, garstige Kreaturen. Ihr solltet euch ihrer schnell entlegen, sonst könnte es unangenehm Attention. Werden. In Himmland gibt es keine Goblins. Wo kommen die denn her?
Ich habe sie natürlich hier gekauft. Ich kann euch ja schließlich nicht ohne einen kleinen Vorgeschmack auf die Welt loslassen. Auf die Welt loslassen? Hä? Egal, jetzt kümmert euch endlich um diese Goblins. Jo, erstmal verkaufen wir den Forschungstisch hier. Und den Forschungstisch hier, was nützlich ist, weil dann können wir gleich die Fallen freischalten. Das spart uns schon mal Zeit. Und ja, Forschungstische verkaufen bringt Forschungspunkte. Warum auch immer. So, wir brauchen wieder Leitern. Jetzt können die Goblins zu uns hoch, aber wir können auch zu den Goblins runter. Also ja, die Goblins benutzen meine Leitern. Aber meine Armee ist schon unterwegs, sich um die Goblins zu kümmern. George! George! Kämpfst du endlich? Ja, er kämpft endlich. Und ja, die grüne Wolke da ist keine Giftwolke, die irritiert nur ein bisschen. So, hier kann man noch weiter durchgraben. So, endlich sind die Goblins tot. Gut gemacht, mein Junge. Wirklich gut gemacht. Ihr habt die Prüfung bestanden. Zum ersten Mal seit dem großen Königreich wird das Zwergenvolk aus mehr als einem Clan bestehen. Ich möchte, dass ihr den roten Kristall aus der Schatzkammer holt. Wenn ihr das schafft, werde ich euch gerecht belohnen. Das werde ich nur zu gerne machen, Vater. Gold, Silber, Artefakte. Ich würde mich über alles freuen. Jo. Buddeln wir erstmal hier noch weiter. Und hier noch weiter. Achso, und da oben wird auch noch gebuddelt. Ach ja. Hier gibt es immer noch Silberader. Okay, gut. Ignorieren wir jetzt mal das Silber. Und sperren hier die Tür auf. Die war nämlich zugesperrt. Wir haben Fallen freigeschalten, da wir jetzt gerade noch mit der King's Quest beschäftigt sind. Fallen, wo fallen die runter? Verteidigung, genau. Das erste, was wir brauchen, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, ist ein Generator. Den platzieren wir ruhig mal hier in der Ecke und am besten auch gleich drei Stück. Oder nee, lieber hier hinten an der Wand drei Stück. Da sind sie nämlich nicht im Weg. Und graben hier auch noch das Silber aus. Denn hier oben sieht man neben der Lagerkapazität sieht man eine Stromanzeige. Und Strom braucht man lustigerweise für Fallen. Ist eine etwas komische Art. Aber damit müssen wir leben. So. Der baut jetzt Generatoren. Der erste ist schon mal aktiv. Wir haben schon mal 50 Strom. Weil das hier die einfachen Generatoren sind. Und ja, das sind wirklich, wie es da in der Beschreibung steht, Perpetuum Mobiles. Also die Dinger treiben sich selber an. Ja, Zwerge sind halt mechanische Genies. So. Jetzt haben wir Strom. Und mit Strom können wir Fallen bauen. Mauern nicht, aber Fallen. Zum Beispiel Pfeilfallen, Mauerspieße, Spießfallen. Also die Spießfallen sind ein bisschen teuer, genauso wie Mauerspieße. Deswegen lassen wir die mal weg. Lieber Klingenfallen oder, weil es wahrscheinlich am günstigsten ist, ein paar Pfeilfallen. So, die müssen jetzt natürlich noch gebaut werden.
Währenddessen gucken wir mal hier unten, wie er sich schlägt. Ah, ganz gut. So, der baut mir hier jetzt die Fallen auf. Man sieht, das dauert eine ganze Weile. Also im Ernstfall Fallen bauen ist keine gute Idee. Wobei man Fallen eh irgendwie selten braucht. So, du gräbst hier hinten das Gold weiter aus. Sehr schön. Du musst dich ausruhen. Nein, du musst essen. Helfen wir dir mal ein bisschen nach. So. Schnapp dir was zu futtern.